Vielen Dank für die herzliche Einladung. Diese Themen, die heute Abend verhandelt wurden, also heute über den Tag verhandelt wurden, auch wenn ich nicht vom Fach bin, sind mir teilweise sehr nahe gegangen. Also es ist so, ich bin in den 90er Jahren in den Kindergarten gegangen und dort habe ich noch diese sehr schwarze Pädagogik mitbekommen. Unter anderem erinnere ich mich an eine Episode, wo ich unbedingt so einen Kinderriegel zum Nachtisch essen musste. Und ja, ich wollte das einfach nicht. Mir hat das nicht geschmeckt. Und dann wurde ich dazu gezwungen und habe mich da auf diesen Tisch ergeben. Und das war einfach alles ganz, ganz grausam. Und ich weiß gar nicht, was aus mir so geworden wäre, wenn ich dann nicht in der Grundschule wirklich ein sehr schönes Umfeld gehabt hätte. Hier in Erfurt, ich weiß nicht, ob der eine oder andere das kennt, die Regenbogenschule. Man mag sagen und munkeln, ein Zusammenschluss von Hippies und Freigeistern. Aber ja, eine sehr dem Kind zugewandte Pädagogik, die sich doch an Interessen und Bedürfnissen und so weiter orientiert. Und das hat mir eben damals sehr gut getan, also insbesondere im direkten Vergleich zu dieser ganz schlimmen Kindergartenzeit. Und Gymnasium war dann so ganz okay. Also ich hatte dann alles Rüstzeug, was ich brauchte, um mental klarzukommen und wusste, dass ich ein guter Junge bin. Und dann ging das schon alles. Ja, also hier mein Recording für den 12. Oktober. Ich habe wie immer mit einem zentralen Bild gearbeitet, aber das werden Sie mitbekommen. Am Rand der Stadt, umsäumt von gittrigem Bauzaun, zärtlich wachgeküsst von der selbst noch schläfrigen Morgensonne, umspült von neugierig gaffenden Passanten, liegt eine lauschige Baustelle. Noch stehen die Geräte still, noch sind die Bagger, Walzen und Kräne unbesetzt, noch wird gewartet auf geschäftiges Treiben und hektische Schreie, auf das Gewimmel der gelben Helme und zupackenden Hände. Noch. Allmählich, aus allen Ecken der Stadt, setzt die morgendliche Wanderung ein, verabredet zu einigen Stunden in illustrer Runde das Gelände erkunden, die Weite bewundern, mit Kolleginnen verbunden zur Tagung verschwunden, zum Finden und Suchen, zum Loben und Fluchen, zum Baden in Infofluten, zum Schwitzen und Bluten, zum Jubeln und Buhen, zum Staunen und Gruseln, ob böse, ob gut, ob schlau oder klug, Hauptsache es gibt Kaffee und Kuchen. Ein Knistern, ein Rascheln, ein Murmeln schwillt an, ein »Na, grüß dich« und »Lang nicht gesehen« und »Na, das ist doch die Ramona« und »Na, also Fotos kriegen die von mir nicht« und »Na, dann erzähl mal auf Messe von der Scheiße, die du täglich erlebst« und »Na, also so wichtig wird das schon nicht sein« und »Na, genau«, »Ach, genau«, »Ja, genau«, »Genau«, so empathisch können eben nur Erzieherinnen zuhören. »Katrin, setzen wir uns doch nachher zusammen, oder was?« Mit blauen Bauplänen zur Hand, den Blick in Richtung Panorama gewandt, einander schon ein wenig besser bekannt, lauscht man den ersten ArchitektInnen gebannt. Am Anfang jedes Baus steht das Fundament. Das Fundament ist Präsenz, sagt Sonja Zeidler. Das Fundament ist gute Praxis, sagt Mandy Herrmann. Das Fundament sind Reckhahner Reflexionen, sagt Professor Speitkamp. Das Fundament sind Werte, nach denen wir handeln. Ob in westdeutschen Großfamilien katholischer Prägung erworben, ob in Montreal abgeschaut und nach Thüringen importiert, wo Vielfalt vielleicht viel ist, aber eben noch sehr weit weg von selbstverständlich. Das Fundament ist ha, 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 das Catering im Außenbereich, wie engelsgleiche Zungen verkünden und damit für den Fun in Fundament sorgen. Das Fundament ist, ich kann dies und du kannst jenes. Die können mit ein bisschen Hilfe das und die da sollten eigentlich wirklich mal so langsam anfangen, den Zement zu liefern, der so lange schon versprochen ist. Das Fundament ist guten Worten Taten folgen lassen. Das Dach. Das Dach, das Dach, das Dach ist nicht ohne. Das Dach braucht mit Maria Theresia Münch, eine Expertin in Statik und Winkelzügen, horizontale Querverstrebungen und vertikale, ausdifferenzierte Schwebekonstruktionen. Es braucht tariflich abgesicherte Trägerlastverteilung. Es braucht Fetten und Sparren und Pfosten und Gauben und Balken, mehr Bretter zum Dichten der Lecks, weniger Bretter vor den Köpfen der Entscheider. An einem guten Dach, da prallt der Fachkräftemangel Hagel ab, es hält dem gering vergüteten Ausbildungssturm stand, es besteht die zehrende Abwanderungswitterung, ein gutes Dach ist kleinteilige Fleißarbeit, eines, das vor lauter Details nie seine eigentliche Aufgabe aus dem Blick verliert. Kurz mal alles Stopp jetzt, ruft Caroline Alitani in die Runde. Die Presslufthammer verstummen, der Betonmischer wird gedrosselt, die Kräne zittern mit schwerer Last inmitten der Lüfte.
Für wen bauen wir denn das hier alles? Hm? Wofür denn das Ganze? Haben Sie sich das schon mal gefragt? Oder warum nebenan eine 25-mal so teure Bundeswehrkaserne entsteht? Haben Sie sich schon mal gefragt, wie Kinder auf die Idee kommen, ein Pausenbrot zu bespucken? Oder was man von einem Tontechniker lernen kann? Oder haben Sie schon mal über einen Generalstreik nachgedacht? Ich stelle ja nur Fragen. Aber eines muss man auch festhalten, alle Räder stehen still, wenn der Pädagogenarm es will. Woran erkennt man einen guten Vortrag? An 170 Folien oder daran, dass man ständig den Hals recken muss, weil jede zweite mit dem Handy abfotografiert wird, oder daran, dass man als Poetic Recorder einen Schweißausbruch nach dem anderen bekommt. Also ich könnte jetzt hier noch viele Notizen zu diesem Vortrag vorlesen, aber Sie wissen die Zeit. Also es Sie, meine Damen und Herren, und non-binary Friends aller Hautfarben und Körperformen und Herkünfte. Sie sind die Stützen. Sie sind die festen Mauern dieses Gebäudes. Sie sind allein sich selbst und den tobenden Kindern darin Rechenschaft schuldig. Denn die Krisen und Kriege dieser Welt, das wusste schon Astrid Lindgren, sie sind keine Naturgewalten, unabwendbar und zu nichts geeignet, außer sich stumm seinem Schicksal zu ergeben. Die Krisen und Kriege dieser Welt, sie sind von Menschen gemacht, die mal Kinder waren, mit Bedürfnissen und Grenzen und Freiheiten und Einmaligkeiten, die gelernt haben, was Liebe bedeutet, naja, oder eben nicht. Und wenn Sie eine Sache behalten wollen, dann vielleicht diese Mauer ist nicht zu dick. Sie kümmert sich einfach nur gern. Wir haben ein Fundament und Stützen und Mauern und ein Dach. Was ist mit den Räumen? Kleine Reiche, eingerichtet durch kreative Köpfe, Netzwerkspinnen, MacherInnen, VisionärInnen, Diskutiermaschinen und PowerPoint-Konnoisseure. Hier drüben, da ist alles digital, verspricht ein Bürgermeister. Nachts um drei, da erbricht sich ein Kind und ein Klick auf die Webseite und niemand wartet umsonst. Fotos von den Wandertagen, Corona-Meldungen ans Gesundheitsamt, alles aus einer Hand. Allein die Kommentarfunktion beim Elternboard lässt eine düstere Schattenseite erahnen. Dieses Zimmer da drüben ist ein echtes Modellprojekt. Spatzen schnattern in der Nähe eines Parks, ein Café entsteht, ein Garten der Begegnung, Seniorinnenclub inklusive, dicht beieinander, gut vernetzt, durch Stadtteilfeste gefeiert. Wer wäre hier nicht gern Flügge geworden? In diesem Raum, da stehen alle, je nach Meinung woanders. Kinder stehen von Geburt an in Konkurrenz zu den WhatsApp-Nachrichten ihrer Eltern. Die Eltern stehen in Konkurrenz untereinander, wer die Möglichkeiten der modernen Welt am schlauesten zu nutzen weiß. ErzieherInnen in Konkurrenz untereinander, wer die Eltern am entspanntesten die Kinder im Matsch spielen lässt. Dieser Raum, der teleportiert sie nach Koblenz. Ein Austausch im anderen Sinne. Der skeptische Gunther und der noch skeptischere Mr. Schlubber überbieten sich in Kritik an Fachberatung. Ihre Aufgabe, machen Sie Gunther munter. Gunther ist übrigens ein Ballon, Mr. Schlubber übrigens eine Schnecke. Sie wollen wissen, wie es weitergeht? Ich auch, musste aber leider weiter. In diesem Raum wird gefragt, wie eigentlich die Generation vor uns überlebt hat, ohne 24 Stunden am Tag von Erwachsenen beäugt worden zu sein. Gute Frage. Dann fällt ein Satz, der eines Tages einen Grabstein zieren sollte. Ich hoffe inständig, Sie deuten meine Verplantheit als kreative Leidenschaft. Oder auch ein guter Kandidat, was muss passieren, dass in meinem Kopf immer tanzfest ist. Die Sonne sinkt, das Abendlicht bricht sich im Herbstgold des Thüringer Messewalds. Sehen Sie das mit der Baustelle, das ist ja gedacht als Metapher, als Bild, wie so multiple Professionen ineinandergreifen, wie einer auf den anderen angewiesen ist, wie die Vielfalt der Fähigkeiten und Ideen in harmonischem Zusammenspiel schließlich etwas so Beeindruckendes und Greifbares wie ein Gebäude entstehen lässt. Aber wem erzähle ich das? In Ihren Händen, da wachsen Kinder, wachsen Menschen, wachsen Werte, wachsen Ideen, wachsen Köpfe und strubbelige Frisuren. Und das machen Sie bei jedem Wind und Sturm und Wetter, bei allem, was sich vor den Türen da so zusammenbraut. Und innen, da passiert immer das Gleiche. Sie wachsen einfach weiter. Und das, so ehrlich muss man es auch einfach mal sagen, ist ja mal wesentlich beeindruckender als jede andere Baustelle. Vielen Dank. Applaus